Der wohl bekannteste Mensch der deutschen Geschichte ist Adolf Hitler. Seine Ideologie führte dazu, dass 6 Millionen Juden in Konzentrationslagern umgebracht wurden. Wenn die Frage gestellt wird, was man tun würde, wenn man in die Vergangenheit reisen könnte, wird oft geantwortet, dass man Adolf Hitler umbringen würde. Jedoch hätte das überhaupt die Geschichte verändert? Was wäre, wenn Adolf Hitler an der Kunstakademie angenommen worden wäre? Vorab ist wichtig zu differenzieren, dass solche Überlegungen reine Spekulationen sind. In der Physik beschreibt die Chaos-Theorie, dass Systeme mit vielen Variablen vollkommen unberechenbar sind, da eine kleine Änderung einer Variable schon eine ganz andere Ereigniskette mit sich führt. Bei einem solch komplexen Wirkungsgefüge wie dem Zweiten Weltkrieg ist also keine genaue Berechnung möglich, da wenn wir an einer Schraube drehen, 20 mögliche andere Variablen verändert werden, die wiederum unsere Anfangsparameter beeinflussen können. Jedoch lassen wir dieses Gedankenexperiment zu und kalkulieren eine mögliche Zukunft. Adolf Hitlers antisemitische Einstellung formte sich erst mit der Zeit. Ein ausschlaggebender Wendepunkt der Geschichte ist die Bewerbung Adolf Hitlers an der Wiener Kunstakademie 1908, an welcher er abgelehnt wurde. In seinen frühen Jahren war Adolf Hitler ein begeisterter Maler, jedoch fanden seine Kunstwerke wenig Anklang in der Gesellschaft. 2013 wurde für 11.000 Dollar, umgerechnet 9.892 Euro, im Auktionshaus Alexander Autographs in Stamford ein Aquarell vom Inneren einer barocken Kirche versteigert. Das Bild ist ungelenk gemalt und künstlerisch von bescheidener Qualität. Für den Käufer wertvoll macht das Werk wohl allein der Schriftzug A. Hitler. Er signalisiert, dass der spätere Führer der NSDAP dieses Bild gemalt hat. Nehmen wir also an, Adolf Hitler wäre 1908 der Kunstakademie beigetreten und ein mehr oder wenig beachteter Kunstmaler geworden. Wie wäre die Geschichte dann nach 1908 ohne Adolf Hitler abgelaufen? Die Dinge wären wahrscheinlich ihren Lauf gegangen. Auch ohne Adolf Hitler hätte es 1918 eine Revolution gegeben, wobei die Monarchie gestürzt werden würde, sodass die Weimarer Republik entstanden wäre. Eine junge Demokratie, die durch einen starken Reichspräsidenten und großen wirtschaftlichen Problemen gezeichnet wäre. Es hätte auch ohne Adolf Hitler Kämpfe gegeben zwischen linksextremen und rechtsextremen Kräften, die die Demokratie schwach aussehen lassen hätte. Doch gäbe es auch eine Machtergreifung der NSDAP 1933? Höchstwahrscheinlich nicht, da kein anderes NSDAP-Mitglied Adolf Hitlers Rolle gleichwertig vertreten hätte können. Kein anderer war ein so guter Demagoge wie Adolf Hitler. Er konnte ein klares Feindbild definieren und die Menschen so manipulieren, dass die Bevölkerung seine Ansicht glaubten und ihm vertrauten, dass sobald seine Pläne umgesetzt wurden, alles gut sein würde. Adolf Hitler hat viele Eigenschaften in sich vereint, die zeitgemäß richtig waren. Wichtig ist, dass die Weimarer Republik sich damals in einer sehr instabilen Phase befand. Es gab eine große Wirtschaftskrise, folglich war die Bevölkerung nicht zufrieden mit dem System. Wäre dort der richtige Mann zur richtigen Zeit erschienen, hätte etwas verändert werden können. Nehmen wir jedoch an, die Weimarer Republik hätte sich beruhigt und eine stabile Demokratie wäre entstanden. Ganz klar ist, dass es den Zweiten Weltkrieg in dieser Form nicht gegeben hätte. Jedoch ein größerer Krieg wäre langfristig nicht zu vermeiden gewesen. Dafür war der Konflikt zwischen Ost und West zu prägnant. Im Osten vergrößerte die Sowjetunion stetig ihr Reich und im Westen gab es die USA. Eine Auseinandersetzung dieser zwei Staaten bahnte sich an und ein Krieg wäre nicht verhindert werden können. Das heißt, die Welt wäre wahrscheinlich von einem großen Krieg nicht verschont geblieben. Jedoch sollte bedacht werden, dass es den Holocaust, die Ermordung von Millionen von Juden und den Vernichtungskrieg im Osten nie gegeben hätte. Viele Menschen wären am Leben geblieben. Parallel dazu wäre der wissenschaftliche Erkenntnisgewinn der Grundlagenforschung in etwa so weiterverlaufen, wie er sich in der realen Geschichte abgespielt hat. Die Entdeckung der Kernspaltung und der Kettenreaktion lag wissenschaftlich in der Luft. In den Köpfen des Militärs gibt es nur einen Ersatz für Zerstörungskraft. Und das ist noch mehr Zerstörungskraft. Die Entwicklung von Atombomben bei verschiedenen Parteien und eine entsprechende Aufrüstung sind folgerichtige, fast zwangsläufige Entwicklungen. Die wären relativ geräuschlos und für die Öffentlichkeit kaum wahrnehmbar passiert. Weil in einem solchen Fall davon auszugehen ist, dass diese Entwicklung mit der höchstmöglichen Stufe der Geheimhaltung versehen worden wären. Wie seht ihr das? Schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt gerne einen Daumen hoch und abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen.